Wenn du wissen willst, was ich die letzten Wochen gemacht habe, auf Instagram poste ich häufiger Fotos und ja, da kannst du natürlich mehr mitkriegen. Dann abonniere mich am besten. Ja, achso, und was poste ich da so? Ja, ich poste da eigentlich so, was ich manchmal am Tag mache, irgendwie ein prägnantes Ereignis. Zeige jetzt auch in Bilderform einmal. Und jetzt kommt erst das Video. Der schläft. Achso, du findest. Süden, Abdi? Ja, das ist der Süden. In Deutschland war es uns einfach zu kalt. Da dachten wir, fahren wir hier nach Italien. Und jetzt genießen wir ein bisschen die Sonne. Wo ist denn die Sonne? Das sehe ich gar nicht. Wie viele Kilometer sind wir schon gefahren? Ich dachte, Süden bedeutet Sonne. Kalt. Aber wir haben unsere Winterkleidung damit gehabt, deswegen passt das ja auch. Hier wird gegessen auf der Fahrt. Ich finde, es ist jetzt auch wieder wach. Und da kommt immer mehr die Sonne. Also wenn wir das richtig besetzen wollen, dann müssen wir das aber auch wirklich wollen. Nicht, dass der Bauer kommt und so ein Trecker da irgendwie runterjagt oder die Bullen kommen und wir so sagen, ja, ja, wir gehen ja. Sondern es muss richtig mit Plan ausgearbeitet werden. Viele Leute, aufgezogen werden, Presse, Publikum machen, die Leute müssen einbezogen werden vor Ort und so weiter. Und das ist mir einfach zu acting. Ich möchte eigentlich nur ungestört irgendwo sein. So, ich konnte mich hier gerade waschen. Wir sind gerade an einer französischen Tankstelle und die sind immer so super krass. Man fühlt sich gleich wie sauber. Selina, dein zu dir gelangt. Kurz vor Marseille. Hier ist auch noch kalt. Zum Glück haben wir Winterreifen. Ich werde erst überlegt, mit Sommerreifen loszufahren. Für 10 Kilometer eine Stunde brauchen. Ja, eine halbe. Oh, 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 oh. Okay, der hat sich komplett gedreht. Steht schon seit 13 Stunden bei Spanien, wo wir standen auf der A9. Dann wurden die alle runtergeleitet. Jetzt hat er hier schon 7 Stunden gestanden und hat 4 Stunden für die Strecke hier gebraucht. Und der hat eine Paprikalieferung und er meinte, sie muss schon eigentlich längst da gewesen sein. Seit 30 Stunden schon. Es kann sein, dass in Deutschland jetzt super teuer werden oder einfach keine Paprikas verkauft werden. Oh nein, schon wieder ein Tiertransporter. Jetzt sind wir endlich in Spanien angekommen und es sieht halt ein bisschen chaotisch aus. Geschichte. Und morgen scheint hier die Sonne. So. Hier gerade alles geputzt und die Sonne scheint. Genau.
ausgemacht. Da oben liegt jetzt ein bisschen Zeug und das trocknet hier alles gerade. Die waren auch ganz nass, die Matratze auch. Und eigentlich wird alles gerade einfach nur geputzt. Wir waren gerade auf dem Markt und da haben wir eine Kiste Tomaten gekriegt. Und ich habe hier schon mal ein paar Sandwiches gemacht, weil Lara und Audrey gleich wieder kommen. Mondo schläft daneben. Finde schläft auch hier. Wir haben gerade einen ganzen Container hier mit voll gefunden, ne? Und haben jetzt erstmal so viel mitgenommen. Und da haben wir Brennholz und Baguettes noch gefunden. Ein Wasserkanister. Oh, man sieht den Hobo gar nicht mehr. Ah, jetzt. Und hier haben wir ein schönes Schinkenbein. So Schuhrausteig gesetzt und den brate ich gerade an. Mit schöner Aussicht. Noch ein bisschen lernen müssen. Da rein. So. Das ist deins, ja. Das hier machen wir ab. Du kriegst den Cracker. Na gut. Hier und essen. Findus mag Sonne. Du weißt ja, und Armando mag Nochmal ein Foto vom Keine-Hund-Schild online. Hier dürfen auch keine Hunde sein. Nein, die dürfen da hinten nicht sein, aber hier schon. Wie? Mango. Sag mal rein. Ja. So, da ist Papaya, Birne, Tomate, Gurke, Zwiebel und so drin. Eine kleine Maus. Tomaten mit
heute habe ich viel gelesen, eine Pfanne gekocht. Ne? Ja. Und wir haben gerade ganz viele so Nudeln containert und die sind halt halb schimmelig und halb nicht. Und dann hat Lara das Feuer. Küche hat nämlich schon zwei Packungen Nudeln. Wow! Freue ich mich hin. Nice, da freue ich mich. Hm, willst du auch Pflaume? Gerne. Oh, danke sehr. Bitte gerne. Gar nicht so leicht durch die Kamera. Mm, ja. Wir sagen jetzt Tschüss zu... warte mal, wo ist die Sonne? Da. Aber die Sonne gibt es überall. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir weiterziehen werden, wieder nach Deutschland. Obwohl es hier so schön ist. Aber wir sind gedanklich einfach woanders. Ich freue mich eigentlich am meisten gerade auf den Frühling in Deutschland, wie langsam alles erblüht und... Ja, wir reden eigentlich schon seit Tagen darüber und jetzt haben wir uns, glaube ich, entschieden, jetzt einfach durchzufahren und genau, so ist das. Und dann schaue ich auch mal, ob ich wieder mit Rucksack reise. Oh nein, ich wollte jetzt gerade filmen. Wir fahren jetzt weiter. Der Plan ist, so schnell wie möglich da zu sein. La 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 la. La 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 la. Na 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 na